Hallo, ich hatte eine wahnsinnig dumme Idee. ja, ich glaube, ihr werdet früh genug sehen, was es damit auf sich hat. Gehen wir doch mal zu dieser Tür. Dann merkt ihr es auch schon. Avanti. Grazie. Prego. Posso offrirti qualcosa? Biscotti? Un caffè? Cos'è il caffè? Un preparato interessante. Me l'ha portato un mercante turco. Prego, assaggia. Un po' amaro, se posso dire. Sembra che manchi qualcosa. Non so, hai pensato di aggiungere dello zucchero? O latte? Immagino che ci si debba fare l'abitudine. Bando alle ciance. Che stavamo dicendo? La sconfitta al palazzo ci è costata cara. Ci vorrà tempo per riprendersi. Emilio ne approfitterà per rafforzare le sue difese. E continuare a opprimere il sestiere. Abbiamo lo stesso scopo, anche se per ragioni diverse. Perché non unite le forze e ci riprovate? Agire in fretta causerebbe solo altre perdite. Dobbiamo rifornirci e ideare nuovi piani. Ma io non posso stare qui ad aspettare. Ne voglio che tu lo faccia. Lavora per noi, invece. I miei uomini si stanno già riprendendo. Ma da loro. Ti metteranno all'opera. Prima li avrai aiutati, prima potremo colpire. Molto bene, Antonio. Accetto. Saggia decisione. Rebecca, was hast du mit der Übersetzung des Animus gemacht? Ich verstehe nur noch Italienisch. Also wer da gerade was verstanden hat ohne die Untertitel, Hut ab. Wir sprechen jetzt erstmal mit Rosa. Salute, Rosa. Vedo che sei in via di guarigione. Come ti sembra Venezia? Ha un certo fascino. Ma come sopportate il tanfo? È tremendo. Dunque, cosa ti porta da me? Avrei un favore da chiederti. E sarebbe a dire? Voglio imparare ad arrampicarmi come fai tu. Oh. Va bene, posso farlo. Cioè, io non posso. Ma Franco sì. Franco, muovi il culo! Mostra a Ezio come si arriva in cima a quell'impalcatura. Inizia in posizione appesa. Poi salta verso la sporgenza. Appena ci arrivi, afferrala bene. E spingiti in alto. Ecco, visto come si fa? Sì, credo. C'è solo un modo per saperlo. Provaci su. Na, dann wollen wir doch mal versuchen, diese neue Technik zu erlernen. Sollte nicht zu schwer sein. Hopp. Salta, Ezio! Jawohl. Jetzt muss ich ein bisschen nach rechts hier hin. Perfekt. Ah, scheiße. Nein! Das läuft ja schon gut. Alter. Ich muss mal schauen, wie ich die Einstellungen. Afferra la sporgenza all'alti. Ja, warte, Moment. Beh, com'era? Ho visto di meglio. Ah, mi ferisci con queste tue crudeli parole. Va bene, smargiasso. Mettiamo alla prova le tue abilità. Ti ascolto. Vediamoci davanti ai frari! Ich muss mal schauen, wie lange ich diese Einstellung durchhalte. Das ist schon nicht so optimal, wenn man eigentlich kein Wort versteht und die ganze Zeit nur auf die Untertitel achten muss. Aber ich lasse es auf jeden Fall mal noch diese Session. Unsere Truhe ist voll. Und wahrscheinlich auch noch die Session danach, weil ich es dann vergesse umzustellen. Im Anbetracht der Tatsache, dass wir gerade zu viel Geld haben, denke ich, reise ich mal eben zurück nach Monteriggioni. Wo ist denn der? Oh gut, dass wir überhaupt nichts sehen. Ich brauche einen Turm. Turm? Hallo?
Oh, perfekt. Perfetto. Ich verstehe nicht, was du sagst. Ich hoffe, ich kann das jetzt überhaupt schon machen, obwohl ich überhaupt keinen anderen Aussichtspunkt ausgewählt habe. Also, weil der hier nicht als Aussichtspunkt angezeigt wird. Schauen wir mal. Ne, und wir können endlich springen. Das ist doch auch wunderbar. Da. Es geht. Hui. Okay, jetzt sehen wir doch schon ein bisschen was. Und da ist auch gleich ein Schnellreisepunkt. Genial. Ich muss noch nicht mal nass werden. Dorthin. Und das leckt wieder. Nein, jetzt geht's gerade eigentlich. Wir waren lang nicht mehr hier. Ich könnte mich eigentlich mal gründlich um meine Rüstung kümmern und so weiter. Mache ich auch, denke ich mal. Dann wird das hier ein etwas story-extensiverer Abschnitt. Und da haben wir ja noch das Grab. Oh, ich weiß, was wir zu tun haben. Aber jetzt erstmal abheben. Und zwar hier. Dankeschön. Oh, das war gut. Das war richtig gut. Ich muss mal schauen. Lohnt es Buongiorno. Sich? Salute, Serezio. Hier noch irgendwas Diamo un occhio alla lista. Oh ja, wieso nicht, ne? Schadet nicht. Dann ist ein Schneider. Kriegen wir ein bisschen mehr Rabatt. Beim Schmied, der ist auch wichtig. Die Bank können wir jetzt eigentlich schenken, die bringt zwar Wert, aber. Nee, dann lasse ich es erstmal so. Buon viaggio! Dann können wir noch ein bisschen was ausgeben. Oh, hier sieht es gleich viel schöner aus, oder? Das kommt mir nur so vor. Rüstung. Oh ja, da können wir einiges machen. Ich denke mal, plus 1, plus 3, plus 2. Die Metallsachen sind natürlich verdammt gut. Ja, ich nehme mal die. Alter, ist das alles teuer. Was? Nee, da gucke ich lieber noch nach Waffen. Schiavona gibt's noch gar nicht. Das wäre natürlich das Optimale. Ich überlege ja ach komm, nehmen wir den. Um ein bisschen Abwechslung zu haben. Kleine Waffen, was haben wir da? Oh, der ist gut. Den kann man nämlich zusätzlich mal ausrüsten. So, und jetzt haben wir kein Geld mehr. Schade. Tornate a trovarmi quando ripassate di qui. Höchste Zeit, ein bisschen dazu zu verdienen, aber nicht indem ich hier rumtune wie sonst was. Ich emme die ganze Zeit. Soweit ich weiß, kann man diese Dungeon nur über Uplay freischalten. Okay, das ist jetzt nichts so Besonderes, aber. Immerhin, ne? Die Familiengruft. Ach, stimmt, das war das, wo wir immer lesen konnten.
ja, das entscheidet ihr, ob ihr das euch antun wollt. Ich fand es jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Und jetzt? Aha. Was? Was? Mache ich irgendwas falsch? Ach. Nee. Hä? Doch, geht doch. Oh, noch was zu lesen. Ich klicke die jetzt alle einfach an. Okay, wie gesagt, wer es lesen will, Pause drücken oder einfach im Turbo-Modus lesen. Ich drücke immer die falsche Taste. Ich werde verkacken. Vor allem, weil die Kamera spackt. Oh, das ist doch gar nicht so weit. Locke. Locke, floggisch. So. Noch ein Text. Jump ins Wasser. Na 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 na. Wow. Komme ich jetzt nicht zurück? Das wäre scheiße. Moment. Ich? Interessanter Ausdruck. Ich will darüber, aber da. Nee. Ach, scheiß drauf. Ah, das dachte ich mir. Hm. Das ist jetzt doof. Aber was will man machen? Doch nicht doof? Doch nicht doof. Dachte schon. Ah, wie so einfach, wenn es auch umständlich geht, ne? Da lang. Ich verbrauche viel zu viel Zeit, weil ich hier immer falsch. Scheiße! Ach nö. Oder doch? Warte. Scheiße. Gut, ich habe auf ganzer Länge verkackt. Schade eigentlich. Ja, toll. Und nun? Ah. Okay, wo kommen wir jetzt hin? Oder ist das... Ah, okay. So kommt man an die Truhe. Ja, schön. Ja, schön. Da können wir den ganzen Scheiß jetzt noch mal machen. Freut mich doch. Sind ja im Grunde kein Problem, nur manchmal stellt man sich einfach so dämlich an. Oder die Spielfigur. Das meine ich! Genau das! Geil, wie komme ich hier jetzt raus?
Ja, wahrscheinlich. Habe ich Lust? Nein. Yay, nochmal. Sollte eigentlich mal eine nicht zu lange Folge werden. Ich musste ja die letzte schon teilen. War aber auch besser von diesen Abschnitten her. Nein! Tust du wohl, was ich dir sage? Lorenz, diesmal bitte. Vorsichtig hier drauf, genau so. Ich dachte gerade. Ah, Hebel. Sehr schön. Ist hier unten irgendwas Krasses? Ich schau mal eben. Nein. Aber hier oben gibt es noch einen Text. Wunderbön. Oh. Oh, was ist da? Moment. Das ist bestimmt der Weg, wie wir zurückkämen. Ja, Jesus. Okay. Na, es ist zu schaffen. Normalerweise. Wahrscheinlich stelle ich mich einfach zu dumm an. Obwohl, es könnte klappen. Wow. So, wo ist der Hebel? Da ist der Hebel. Noch ein Text. Wieder zwei Seiten. Wahrscheinlich habe ich die vorher immer übersehen, aber egal. Okay. Hier gibt's nichts. Warte. Da war was. Oho. Das kenne ich noch gar nicht. Immer wieder schön. Das läuft ja gerade. So schön, um wahr zu sein. Die Tür öffnen. Die Tür? Wahrscheinlich nicht. Ach, die da hinten. Erstmal noch ein Text. Macht es nicht Spaß? So, jetzt. Kein Volltreffer ist. Okay, raus wollen wir noch nicht. Erstmal alles ausrauben. Nee. So überlege ich immer noch nicht genug, um sich jetzt noch groß was Neues zu kaufen. Wie, wir dürfen die Gräber nicht ausplündern. Naja, egal. Sind ja nicht bei Tomb Raider. Nö, Alex. Das hat sich sogar richtig gelohnt. Schön. R-
Respekt bekunden. Finde ich etwas falsch gewählt, diesen Namen. Ah, hier kommen wir raus. Stimmt ja, Brotherhood lässt grüßen. Na gut. Das war jetzt vorerst lang genug. Ich denke mal, in der nächsten Folge sehen wir uns dann direkt in Venedig. Oh, das sieht nice aus. Warte. So, genau. Bis dann. Tschüss.